Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute wollen wir uns mit einem sehr, sehr bekannten Spruch beschäftigen, den viele Optionshändler kennen. Dieser Spruch lautet Trade small, trade often. Und woher dieser Spruch kommt, was er bedeutet und was er vor allen Dingen für uns in der Realität bedeutet, darum geht es heute hier in diesem Video. Die meisten von euch, die Optionen handeln, die vor allen Dingen Optionen verkaufen, die werden diesen Spruch schon einmal gehört haben. Und zwar Trade small, trade often. Dieser Spruch, der kommt nicht von uns, sondern ich glaube, verbreitet worden ist er von den Jungs von Tasty Trade. Und ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, dass die den Spruch erfunden haben, sondern ich glaube, die haben den auch irgendwie hergenommen, weil das ist im Grunde genommen etwas ganz, ganz Altes, was es im Trading gibt. Und Trade small, trade often heißt ja nichts anderes. Trade small, also handle klein, und trade often, handle oft. Und was möchten wir mit dieser Aussage oder was möchte diese Aussage eigentlich bezwecken? Die Grundidee ist im Grunde genommen eine ganz, ganz simple. Fangen wir mal an mit dem Trade Small. Und da gehen wir einfach mal her und sagen, wir schauen uns mal ein fiktives Konto an. Ihr könnt wie immer das Ganze auf eure spezielle Kontogröße machen. Und wir sagen, okay, du hast ein Konto von 10.000 Euro oder Dollar. Jetzt spielt es übrigens auch überhaupt keine Rolle, ob du hier Optionen verkaufst oder ob du Daytrading machst oder ob du langfristig investierst oder was auch immer. Ne? Wichtig ist, du kannst das für alles anwenden. So, jetzt überleg dir bitte Folgendes. Du machst einen Trade und in diesem Trade riskierst du, sagen wir mal, 50% deines Anfangskapitals. Das heißt in dem Fall hier 5.000 Euro. So, und wie es der Zufall natürlich will, du hast den Trade perfekt herausgesucht. Es gibt nichts, was du in diesem Trade nicht bedacht hast. Und letztendlich wird es aber dennoch ein Verlierer. Das heißt hier, du verlierst diese 5.000 Euro und du hast dann 5.000 Euro nur noch übrig. Und jetzt sagst du dir, naja, okay, dann hole ich das beim nächsten Mal halt wieder raus. Jetzt gehe ich nochmal mit 5.000 rein. Ne? Ihr kennt alle auch den Spruch, are you in trouble double? Also dann Position erhöhen. Ihr setzt wieder 5.000 Euro und dieser Trade würde auch wieder schief gehen. Ne? Es würde auch wieder ein Verlierer werden und du würdest auch hier nochmal 5.000 verlieren. So, das heißt also, du hättest einen Totalverlust in zwei Trades. Du hast dein Konto in zwei Trades an die Wand gefahren. Ne? Und das ist gemeint mit Trade small. Trade small bedeutet ganz einfach, wir alle wissen doch, dass wir Verluste haben werden. Ne? Also jeder, der im Trading einsteigt und glaubt, dass er niemals Verluste hat, der sollte jetzt zwei Dinge machen. Entweder er sollte sofort aufhören mit dem Börsenhandel, weil das ist die einzige Chance für ihn, sein Kapital zu erhalten. Oder aber, das würde ich empfehlen, denk ganz, ganz schleunigst um. Ne? Verluste sind Teil des Ganzen. Wir gehen ja Trades ein in Erwartung einer bestimmten Entwicklung in der Zukunft, egal ob wir das jetzt direktional machen oder ob wir das non-direktional machen. Und diese Zukunftserwartung, egal wie gut wir sind, ne, egal welches Hilfsmittel wir nehmen, ob wir es fundamental machen, ob wir das Charttechnik machen, ob wir da Cut-Daten nehmen, ob wir Wahrscheinlichkeiten nehmen, letztendlich ist es doch nur eine Projektion in die Zukunft. Und da wissen wir ganz genau, wir können diese nicht beeinflussen und deswegen werden oftmals auch diese Projektionen in die Zukunft eben nicht eintreffen und das heißt, wir werden mit unseren Trades Verluste erleiden. Und wenn du eben dann sagst, okay, ich setze sehr viel Geld immer in diese einzelnen Wetten hinein, dann hast du zwar das Potenzial, riesengroße Gewinner zu machen, die Wahrscheinlichkeit ist aber genauso groß, dass du über kurz oder nein, die ist noch viel, viel größer, die ist nicht genauso groß, die ist viel, viel größer, dass du über kurz oder lang pleite gehst. Es gibt Untersuchungen im Handel, wo man relativ gut nachweisen konnte, dass vor allen Dingen im Trading, im langfristigen Investieren ist das noch ein bisschen was anderes, aber dass du im Trading, wenn du mit mehr als 5% pro Position Risiko arbeitest, ne? Das heißt also hier, du hättest jetzt 10.000 Euro und du würdest in jeden Trade 500 Euro Risiko eingehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du daran pleite gehst,
bei fast 100% ist. Also wer mehr als 5% riskiert pro Trade, der ist im Grunde, kann sich relativ sicher sein, dass er pleite gehen wird. So, und deswegen Trade Small bedeutet also nichts anderes, du sollst deine Positionsgröße, dein Risiko, was du pro Trade eingehst, an deine jeweilige Kontogröße anpassen. Wie groß das ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Als ich 2010 das Buch Optionsstrategien geschrieben habe, habe ich selbst noch mit einem Risiko von 2% gehandelt. Und deswegen habe ich auch reingeschrieben, ich würde maximales Risiko von 2% empfehlen. Mittlerweile sind die Konten deutlich größer geworden. Ich habe viel mehr auch zu verlieren. Bin ich natürlich mit meinem Risiko weit, weit aus geringer. Das heißt, momentan machen wir Trades, die liegen zwischen 0,2 und maximal 1%. Und bei 1%, da muss schon die Volatilität extrem hoch sein, dass wir was machen. Es gibt immer mal eine Ausnahme, wo man sagt, okay, nach einem Crash oder so geht man auch mal 2-3% ins Risiko. Aber für einen normalen Standard-Trade, ne, bei normalen Volatilitätsumfeld, würde ich nie mehr als vielleicht ein halbes bis maximal 1% empfehlen. Je größer das Konto ist, ein bisschen weniger. Je kleiner das Konto ist, muss es automatisch ein bisschen mehr werden. So, das ist mit Trade Small gemeint. Was ist jetzt aber gemeint mit Trade Often? Ja, da sagen die einen immer, na klar, dass die Jungs das von Tasty Trade sagen. Schließlich sind die Broker und die wollen natürlich, dass du möglichst viel Umschlag machst. Und naja, so ganz widersprechen kann man dem auch nicht. Es hat aber dennoch einen wirklich sinnvollen Hintergrund. Und zwar, das Often, also das Trade häufig oder Handle häufig, hat einen anderen Hintergrund. Und zwar ist der ganz einfach so. Stell dir mal vor, du machst eine Ausbildung und lernst irgendetwas über Trading. Du kannst bei mir die Ausbildung machen, du kannst woanders eine Ausbildung machen. Das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Und wir machen wieder dieselbe Ausgangslage. 10.000 Euro und jetzt hast du gesagt, okay, ich riskiere aber nicht mehr als 1%, also beispielsweise 100 Euro, aber also 1%, so, das ist halt dieses Trade Small und jetzt sagst du dir so, okay, und jetzt mache ich aber drei Trades und nach drei Trades werde ich entscheiden, ob diese Trading-Strategie etwas für mich ist oder nicht. Das heißt, du machst hier drei Trades. So. Und ich glaube, die meisten von euch verstehen jetzt schon, worauf ich hinaus möchte. Kannst du denn nach drei Trades sagen, ob das Ganze Sinn macht oder nicht? Natürlich nicht. Ne? Sondern das ist, dieses Trade often ist ganz einfach gemeint. Man muss auch einem System, was eine gewisse Trefferwahrscheinlichkeit hat, was eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass es Geld verdient, dem muss man natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Und Zeit bedeutet hier in dem Fall eben auch Trade-Häufigkeit geben, damit sich der statistische Vorteil, den du hast, zum Beispiel beim Verkauf von Optionen, eben auch durchsetzen kann. Das heißt, für mich persönlich, ich würde ein neues System, was ich erlerne, frühestens nach 50, besser erst nach 100 real live durchgeführten Trades bewerten. Alles andere hat aus meiner Sicht überhaupt keine statistische Relevanz. Ne? Also stell dir beispielsweise vor, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Hier einmal sind Verluste und zum anderen sind es Gewinne. Machen wir mal drei Verluste hintereinander. Ist das realistisch? Klar ist das realistisch. Ne? Kann passieren. Und dann sagst du, also dieses System hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 0 und deswegen totaler Blödsinn. Umgekehrt aber genauso. Es gewinnt dreimal hintereinander und du sagst, hey, das System, das ist der Hammer. Das gewinnt in 100% aller Fälle. Ich habe 100% Trefferquote. Genauso ein Blödsinn. Ne? Und deswegen ist es halt einfach gemeint, dass du, um dieses Selbstvertrauen in ein System zu bekommen, ne, musst du ganz einfach in der Lage sein oder musst du ganz eine gewisse Anzahl an Trades erstmal machen, damit du es überhaupt einschätzen kannst. Und ich erlebe immer wieder Kunden, ich erlebe immer wieder Interessenten auch, die mir dann schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt 10 Trades gemacht und dann kommt diese beiden Auswüchse, ne, sowohl so extrem pessimistisch als auch sehr optimistisch und beides ist falsch, weil eben 10 Trades überhaupt nichts aussagen. Ne? Genauso wie jemand im Handel nach einem Vierteljahr keine Aussage treffen kann, ob es gut oder schlecht ist, egal wie viel er da Trades gemacht hat. Die Anfänger neigen ohnehin dazu, zu viel Trades zu machen, aber jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, ihr fangt an im Januar, Mitte Januar diesen Jahres, Put-Optionen auf Aktienindizes zu verkaufen
Und dann kommt im Februar dieser Einschlag. Ihr habt Verlust, ganz klar. Und jetzt sagt er, na, das System ist ein totaler Blödsinn. Ne? Das heißt, ihr seid gerade vor einer Wohler-Explosion in den Markt gegangen, dann ist sie runtergegangen. Naja, was soll da rauskommen? Stell dir vor, derselbe Händler fängt im Jahr 2017 im Januar an und schiebt bis Dezember 200 Trades durch und der hat nur Gewinner. Ne? Der hat eine Trefferquote von 90% und sagt, hey, das ist das unschlagbare System, das mache ich immer. So, das heißt, ihr müsst einfach ein bisschen darauf achten, dass das, was ihr tut, auch statistisch relevant ist. Das heißt, ihr könnt erst ein System so richtig bewerten, wenn ihr, wir bleiben mal beim Thema Optionen, wenn ihr verschiedene Volatilitätsumfelder erlebt habt. Was ist, wenn die Vola steigt? Was ist, wenn die Vola fällt? Was ist, wenn die Vola hoch ist? Was ist, wenn die Vola niedrig ist? Und beides kombiniert kann eben nur funktionieren, also dieses Trade often, wenn du Small Traders, ne? Das heißt also, wenn du kleine Trades machst, weil wenn du eben mit zwei, drei Trades dein ganzes Konto pulverisierst, ja, dann hast du gar nicht mehr die Chance, noch mehr zu machen. Und das ist ja auch der große Nachteil, den wir Trader haben, dass wir nicht unendlich üben können. Wenn du jetzt ein sehr guter Tennisspieler werden möchtest und du sagst, ich möchte derjenige sein, der den perfekten Aufschlag hat, da hindert dich im Grunde niemand daran, außer vielleicht deine Zeit, dass du dich auf einen Tennisplatz stellst und 20.000 Aufschläge übst oder 100.000. Ne? Da hindert dich ja niemand daran. Du nimmst einen Schläger, du nimmst einen Ball, brauchst wahrscheinlich etliche Bälle. Wenn Tennisspieler drunter sind, unter euch, die können mir mal schreiben, nach wie vielen Schlägen geht eigentlich ein Ball kaputt. Würde mich mal interessieren. Und dann kannst du aber üben. Ne? So, zur Not kaufst du halt wieder ein paar neue Bälle, weiß nicht, was die kosten, 10 Euro oder so, dann geht es halt weiter. Das kannst du halt im Trading nicht. Du kannst nicht sagen, ich probiere es mal 10.000 Mal hintereinander aus, bis ich dann rausbekomme, wie es geht. Deswegen funktioniert im Trading aus meiner Sicht heraus Trial and Error bei den meisten Leuten nicht, weil sie gar nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Das ist aber ein anderes Thema. Und deshalb, ihr müsst small, also kleine Trades machen, damit ihr überhaupt die Gelegenheit habt, viele Trades zu machen. Und nur wenn ihr das macht, kommt ihr in eine Lernkurve, die euch dazu führt, dass ihr ein System versteht, dass ihr ein System auf euch persönlich anpassen könnt und dass ihr eben auch ein System wirklich in seiner ganzen Vielfalt durchdringen könnt. Weil viele Systeme klingen extrem banal. Ne? Short-Put-System im Aktienmarkt, du suchst dir irgendwie Aktien aus, die steigen in einem Bullenmarkt, verkaufst einen Put, feiern. Das ist ja nichts dazu. Ne? Aber diese ganzen vielen kleinen Feinheiten, die kriegst du eben erst mit, wenn du mal 500 Trades durchgehauen hast. So, und das dauert nun mal eine gewisse Zeit. Und diese Zeit musst du dir auch zwingend nehmen, also trade often. Und das muss aber nicht innerhalb von 3 Monaten passieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auch wieder ein paar Tipps geben, wie ihr euer persönliches Trading mit Optionen gestalten könnt. Wenn ihr Fragen habt, ne, dann schreibt mir die wie immer hier unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne mal eure Erfahrungen. Wendet ihr dieses Trade Small Trade Often an oder macht ihr was ganz anderes? Was haltet ihr davon? Mit welchen Positionsgrößen arbeitet ihr? Was sind da eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr hier dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.